einmal in die Wüste und zurück bitte. Ein Abenteuer, für das man richtig gut gerüstet sein sollte. Wenn man auf den Spuren der Dakar Rally wandern möchte, dann braucht man einen ausgereiften Allradler. Und so einen habe ich auch mitgebracht. Den Seat Tarraco. Also hopp hopp, ins Auto, denn in der Sonne wird schnell heiß. Zur Erklärung, es hat das Go-Team und mich in die marokkanische Wüste an der algerischen Grenze verschlagen. Hier soll der Seat Tarraco im Extrem getestet werden. Dazu fahren wir aber nicht in einer schwer aufgerüsteten Version, sondern mit einem 2 Liter 190 PS Diesel mit 7 Sitzen. Sogar die feine Excellence-Ausstattung ist drin. Die Ausstattung ist jetzt aber eher mal egal, da in der Wüste andere Fähigkeiten zählen. Allrad ist schon mal kein Fehler. Seats 4Drive spielt da auch ganz gut mit. Luft unter der Bodenplatte hilft auch sehr, denn so kann man auch den ein oder anderen Geröllpass erobern. Die Achsverschränkung des Tarraco wird hier wirklich an die Grenzen gebracht. Jetzt ist es soweit. Ich habe ihn gefunden, den beschissensten Parkplatz von ganz Nordafrika. Nämlich hier in der Wüste von Marokko. Schaut super aus. Nur fraglich ist, ob ich von da wieder wegkomme. Und wie auch noch, denn der Tarraco lässt sich mit ein wenig Gefühl im Gasfuß behende über Geröllpisten schicken. Das Auto sucht mittels 4Drive Allrad und Regelsystemen guten Grip und lässt sich überraschend komfortabel über den schwierigen Untergrund schicken. Seat bringt im Tarraco natürlich auch 4Drive Allrad. Und zwar in der fünften Generation ist dieses System. Und es ist gebaut, um, naja, entweder ist es dynamisch oder es ist super sicher, vor allem im Winter hilft es dir weiter auf dem Schnee. Wofür es eigentlich nicht gebaut ist, ist Geröll in der marokkanischen Wüste oder Dünensurfen. Und trotzdem geht beides. Das Einzige, das muss man schon ehrlich zugeben, was geändert wurde für die Fahrt in den Dünen, ist der Luftdruck und der Reifen an sich. Der greift ein bisschen besser auf Sand. Weil Sand ist nicht Schnee. Das habe ich heute gelernt. Sand ist definitiv nicht Schnee. Ja, wo ist denn der berühmte Sand? Na hier, und zwar richtig viel davon. Dünensurfen in einem Siebensitzer. Das hatten die Seat-Entwickler bestimmt nicht im Kopf, als sie den Tarraco entwickelt haben. Hier ist ein feiner Einsatz des Gaspedals übrigens nicht gewünscht. Für die schönen Slow-Motion-Aufnahmen, auf denen der Sand nur so fliegt, gibt's nämlich nur eins. Vollgas. Wenn man hier auch nur einen Moment nicht aufpasst, ja dann hilft der grobste Reifen und auch das beste Allradsystem nix, denn dann steht die Fuhre. Dann heißt's schieben. Aber ich schwöre, das ist mir nur ein einziges Mal passiert. Angeblich. Nichtsdestotrotz ist es beeindruckend, wie kompetent sich der Seat Tarraco seinen Herausforderungen stellt. Die Hitze, der feine Staub, der scharfkantige Offroad-Parcours und natürlich grantige Dromedare. Dem Seat Tarraco ist das alles egal. Er nimmt das Abenteuer Wüste richtig gelassen. Er kann den Sand, er kann das Geröll hier in Marokko in der Wüste, aber was viel wichtiger ist, weil wenn er das hier packt, packt er zu Hause auch den Schnee, den Regen, den Matsch, den Alltag, 7 Kinder, na gut, 7 Kinder nicht, aber 7 Sitze und das Ganze vom ersten Tag im Jänner bis zum letzten Tag im Dezember jedes Jahr. We can't get enough.